Lieber Professor Bormann. Als ich 14 war, so immer auf dem Balkon antreten bei meiner Mutter. Hat sie immer mit ihren langen Fingernägeln an allen unmöglichen Stellen den Mitesser ausgedrückt. Ja, du lachst. Ich fand es damals auch nicht witzig. Das war qualvoll. Ja, es war nicht nur so bei meiner Mutter. So. Meine Schwester fängt genauso an zu praktizieren bei meinem Vater. Oh Mensch, du hast die nicht so, du! Sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wir müssen uns fragen, woher kommen die Pickel und wohin gehen sie? Gibson. Klops. Sag mal, ist sie schwarz wie er da? Du, ich such schon, nee. Ist noch nicht da. Aber da kommt der Dicke an. Dicke, ja. Das war mir klar. Drei Stücken Kuchen. Ja, das war klar. Eine fette Sau, Junge. Das ist nur um sich rum. Erstmal, ich hab meine Mühe gemacht. Ja? Mal beobachtet. So acht Stunden, was? Echt mal aus Geld. Der hat da von morgens, war der Erste, hat von morgens drin gesessen, morgens an, bis in späten Nachmittag. Dumm gefaselt. Also ehrlich, das ging überhaupt nicht. Der hat bloß Schnapper gemacht, weißt du? Und hat da, also der hat gefressen, der muss mindestens ein halbes Schwein aufgefressen haben, glaubst du? Und was der an Kaffee weggesoffen hat, ey, der ist aufgestanden, hin, wieder zurück, wieder hin,
ist unnormal. Ja, die scheinen nichts zu tun zu haben. Ich würde sowieso mal interessieren, wie die da so treiben in ihren Räumen. Was sollen die denn? Nichts? Wer weiß, was die da für Firmen machen. Mir kommt da ein ganz clean vor hier. Ganz Laden. Wisst ihr, was da rauskommt? Was soll los? Was soll los ins Kino gehen hier? Ein kleines Ding hier. Um Müll. Ich glaub, die setzen sich da bloß hin und stecken sich den Finger in den Arsch, weißt? Und warten so, dass der Tag vorbeigeht. Bis die hier drehen, werden sie sich irgendwann auf irgendwelchen Fäden zeigen. Was ist denn los? Da kommt die Schwarze. Die alte Fixe. Ja, da oben. Ah. Schlafen gegangen. Glaubst du, jetzt hochgepimpert? Glaubst du? Sicher. Aber die kriegen hier. Deswegen kriegen hier auch alles in den Arsch gesteckt. Glaubst du? Oh, die Klamotten, die die anhaben. Ja, die Weiber. Ja, besonders sie, ja. Für die Herkunft. Das ist richtig zum Arbeiten, haben sie keine Lust. Wenn sie sich doch selber arbeiten würden, aber nee. Und so steuern. Wir wissen ja, was Arbeit ist. Glaubst du, die haben ja niemals in ihrem Leben Chip in der Hand gehabt? Das ist dann Kotzen. Weißt du, ein zartes Mutterhändchen, das würde ich doch zurücknehmen. Aber trotzdem, kannst du uns ja mal. Guck, wie dieser Kerl frisst, ey. Ach der, der frisst immer so. Ah, das kannst du dir angucken, Junge. Wie ein Schwein am Trog, Junge. Ja, ja. So gierig, ja. Wir schieben hier einen echt harten Dienst und, ne? So wie beide hier zum Beispiel. Mhm. Und so eine Rattenköppe, die machen nix. Gibt noch Feuer. Die machen einfach nix. Zum Beispiel so ein James Bond, weißt du, so nicht ein James Bond, so mit allem drum und dran, so, ne? So Typen und so. Kriegen wir gar nicht hin. Ja, weißt du was? Ich würde den auch noch machen, Schauspieler. Was ist denn nicht dabei? Willst du machen? Ja, bist du kann ein paar Texte lernen oder was? Ich bin nur hier, ne? Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht. Ich würde dumm bei vorkommen. Weißt du? Voilà. Die wollen alle was eins. Aber Meister Schulze. Na, was machen wir denn falsch? Sie begehen eine Ordnungswidrigkeit. Bitte verlassen Sie das Denkmal. Entschuldigung, wir machen es nicht wieder. Wir wollen doch die Wege benutzen. Professor Bormann. Ich heiße Beatrice M. aus Z. Ich bin 17 Jahre alt und kann nicht glücklich sein. Liebe Beatrice M., thank you.
Thank you.